Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen Absturz gehabt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was machen hier. Genau, ich erinnere mich. Den hat man ja auch noch zu erledigen. Den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber ich glaube, hier hinten war nichts mehr. Aber ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Schauen wir uns einfach nochmal um. Vielleicht. Nee, jetzt sind wir nur wieder hier. Und das war blöd. Das war ziemlich blödsinnig. Na gut. Wer ist da? So. Ich glaube, wir müssen tatsächlich rausgehen. Und da war ja auch der Kran, wenn ich mich recht erinnere. So. Hier ist deine neue Wohnung. Schön. Meine Mutter hilft mir momentan ein bisschen. Ich renoviere das Schlafzimmer, anstreichen Holzboden, Abriss des hässlichen Spiegels an der Decke. Zahlst du sie dafür? Nein. Hast du sie mir, wenn sie bei dir fertig ist? Welche Farbe hast du dir ausgesucht? Für den Anstrich? Gebrochenes Weiß. Anna meint zwar, ich sollte Pistazien in neufüßig schwierig bunte Räume einzuführen. Oh ja, kann ich ein Lied von singen. Es gibt ja diesen Modigliani-Druck, den ich so schön finde, aber meine Wohnung ist in hellem Orange gestrichen. Oh weia. Ja, das ist echt Mist. In der Einrichtung bin ich ziemlich an Kreide und gedämpfte Pastellfarben gebunden. Tut mir leid, ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich meine Mutter davon überzeugen kann, das Wohnzimmer als nächstes dran zu nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Hund noch mit übertrage. Was ist das für ein Hund? Ein kleiner Jack Russell Terrier. Sie sind ziemlich clever, nicht wahr? Ja, aber dieser hat ein Pouch-Problem. Es ist widerlich. Hört sich aber trotzdem nach einem guten Deal an. Ja, ich denke, ein kleiner, stinkender Köter ist immer noch ein geringer Preis. Okay. An das Gespräch erinnere ich mich gar nicht. Was zur Hölle? Komisch, an das Gespräch erinnere ich mich überhaupt nicht. Aber doch, Ich glaube, wir waren hier richtig. Na gut. Ah, ich weiß nicht warum, aber die Kamera spinnt bei mir ziemlich rum. War da vielleicht doch nicht? Sind wir vorher in der anderen Dings rausgegangen? Kriegen wir heute unser Geld? Übermorgen. Bist du sicher? Das hat der Boss gesagt. Wir könnten wenigstens mal unsere Gehälter regelmäßig auszahlen. Diese willkürlichen... Ich könnte mir vorstellen, dass wir vorher durch diese eine Tür durchgegangen sind. Mein Auto war ich letzten Monat beinahe wieder los. Ich weiß, was mein Fehler war. Ich bin, glaube ich, in der letzten Folge tatsächlich durch die andere Tür gegangen und nicht durch die mit dem Dings. Und da draußen haben wir dann den Kran gehabt. Und das ist sozusagen der Weg, wie man zum Kran kommt, wenn man nicht den den Dietrich dabei hat. Über wen hast du gearbeitet? Aus der Ungerechtigkeit. Oh, da habe ich schon von gehört. Nichts Gutes nehme ich an. Gut, dass du da aufgehört hast, bevor das in Taiwan passierte. Da sagst du was. Wir haben ungefähr 30 Leute verloren.
das nur, weil einer plötzlich kalte Füße bekam und zur Polizei. Dämliche Hunde. Er ist jetzt so schlimm. Geschieht ihm recht. Toll, die bleiben jetzt hier stehen, oder wie? Die haben das Gespräch beendet, bleiben aber da stehen, wo sie stehen bleiben. Ja. Wir haben leider kein Dings, keine Münze oder sowas, nee. Naja, aber hat trotzdem irgendwie noch geklappt. Auch nicht schlecht. Gut, dass der erstmal zu seinem Kollegen hingerannt ist und nicht gleich Alarm gegeben hat oder sowas. Ein kleines Büro, ein Stuhl, ein Schreibtisch. Ja, okay. Der hat uns gesehen. Mist. Also da hinten gibt es wieder welche. Oh, kommt der hier vorbei? Die zwei Hammer. Da haben wir einen Aufzug. Ja, und das war's. Nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Ist. Moment, ich gehe noch mal kurz abspeichern. Ich will gerade was schauen, bevor ich auf den Knopf drücke. Es sieht aus, wie wenn es so Generatoren wären. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nochmal. Ah ne, wir kommen hier tatsächlich hoch. Ah ne, wir kommen hier irgendwo raus. Hier wird mal rüberkommen. Dann würde ich sagen, schalten wir den Generator doch einfach mal an. Ich habe jetzt gedacht, wir kommen jetzt da raus, wo der Kran draußen stehen würde. Und dass der Kran nicht einfach, wie heißt es so schön, aktiviert werden kann. Das können wir ja einfach mal ausprobieren, indem wir den anderen Weg noch mal ganz kurz gehen. Das würde mich jetzt interessieren, ob das so ist. Hier können wir uns ja relativ ungestört bewegen. Hier wissen wir, dass wir dann drauf drücken können. Oh, und da haben wir noch Geheimdienstinformationen. An Hot Bobs Schaffarm. Bitte informieren Sie mich über die Kosten eines Tieres. Danke, Loyal Boy. Alles klar. So, ich will es einfach nur wissen. Ist es so, wie ich gedacht habe, oder ist es jetzt nicht so, wie ich gedacht habe? So, hier kommen wir raus. Und ich glaube, beim letzten Mal sind wir nämlich nicht hier lang gegangen. Ah, gut, dass wir das gemacht haben. Harm-Memo, ein gesparter Pfennig ist ein verdienter Pfennig. Bitte schalten Sie den Strom in Zeiten geringer Auslastung aus. Genau, und das ist das, glaube ich, was wir da unten hatten, ein Stromgenerator. Und wir sind, glaube ich, beim letzten Mal
da tatsächlich hier rausgegangen? Nein. Nicht hier raus. Ja, da war doch ein Ausgang. Oder bin ich jetzt gerade total verwirrt? Oder war der Dinger da draußen? Ach, der war da draußen. Ich dachte, verdammt. Dann habe ich total falsch gedacht gehabt. Ich dachte, der Absturz wäre schon vorher gewesen. Okay. Ah ja. Ein neues Ding. Hauptlift in Betrieb nehmen. Ja, genau, das ist das, was ich gemeint habe. Dass wir erst den Generator anschalten müssen. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre eine Tür gewesen, aber nein. Da war keine Tür, da war nur dieser komische Aufzugsschacht. Oh Mann. Okay. Aber wie kommen wir dann da rein, wenn wir keinen Dietrich dabei haben? Ah, wird wahrscheinlich irgendwie über Kisten oder so zu springen sein oder irgend sowas. Ist es doch. Da wollten wir doch hin. So. Da ist das Teil. Jetzt sollte dann der Lift wieder gehen. Jetzt frage ich mich nur, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Was passiert denn, wenn wir hier über das Ding steigen? Wo kommt man da raus? War man da schon? Nochmal speichern. Also wenn wir jetzt hier über dieses Ding hier springen. War man hier schon? Das ist der Anfang, oder? Kann das sein? Ja, das ist der Anfang. Alles klar. Das ist einfach nur der Anfang. Okay, weil es so schön war, gehen wir jetzt einfach wieder den ganzen Weg zurück. Ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich den ersten Teil erfüllt, die Szene 1 quasi. Gerade falsch abgebogen. Hä? Ach, ich glaube, hier lang geht's. Ja, genau, hier lang geht's. Komplett falsch abgebogen. So. Speichern wir nochmal und dann geht es nach oben. Ich dachte, der Absturz wäre vor dem Ding gewesen. Ach du Schande. Inge Wagner besiegen. Verdammt. Da können wir, denke ich, nicht den hier. Den hier nehmen. Inge Wagner besiegen. Ach du heilige Scheiße, okay. So, hier speichern wir nochmal und dann... Ach du Schande. Hä? Wir nehmen aber kein... Schaden. Wow. Ah. Aber ich glaube, ich sehe, was wir machen müssen. Ich glaube, ich erinnere mich auch so ein bisschen. Ja. Oh.
Und Bretzel. Ha. Okay, so kriegen wir das hin. Wir müssen nur achten darauf, dass da, weil da oben Gegner sind. Sie darf nicht an uns rankommen. Aha. Ja, das funktioniert doch wunderbar. Komm, lauf in unsere Falle rein. Schön, dass das Ding in der Pfütze steht. Irgendwo ist da noch einer, wo auf uns schießt. Was? Wo? Ich sehe manchmal nicht, woher der Schaden kommt. Ich sehe manchmal echt nicht, wo der Schaden herkommt. Ah, zu spät. Verdammt, und warum läuft das Ding noch? War ich zu spät dran? So ein Mist. So. Echt's. Okay, wir haben sie. Uah, da kommen noch welche. Wir haben sie tatsächlich besiegt. Ich erinnere mich noch an die Szene. Das war tatsächlich. Hier sieht man das Wasser. Schön, ja, wenn sie ja schön draufsteht für das Ding und dann zack, Strom angeschaltet. Ja, wie gesagt, an die Szene erinnere ich mich noch, deswegen ging es auch relativ schnell. Eigentlich eine coole Sache und dazu kommen halt die ganzen Mobs, die uns Schaden nehmen, machen. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Jetzt haben wir natürlich keine Rüstung mehr, aber ich hoffe, es gibt hier einen. Ah, da hinten gibt es nochmal eine. Gut, wir haben sie besiegt, wir haben Inge Wagner besiegt, die ist kein Problem mehr. Pläne für das neue Wagner-Opernhaus in Köln. Ist da irgendwo noch ein Gegner? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört noch. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch, oder? Missionsziel aktualisiert. Das war nur so eine Art, ja, Zwischenboss. Das ist jetzt schon Szene 3. Okay, begib dich auf das Dach des Hauptquartiers. Ja, Szene 3. Szene 2 war dann tatsächlich der Kampf gegen Inge Wagner. Der, wie gesagt, ich finde ihn ziemlich cool. Aber er war eigentlich auch relativ einfach. Wobei, ja, wenn sie nicht an uns rankommt, macht sie, glaube ich, keinen Schaden. Es sei denn, sie singt und wir stehen hinter Glas oder so irgendwie, ich weiß es nicht. Aber, ja, der Problem waren die vielen Mobs. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. In der nächsten Folge machen wir weiter und schauen mal, dass wir dann in das andere Gebäude rüberkommen. Da haben wir noch ein Safe zu knacken. Jetzt einmal vielen Dank fürs Anschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Macht's gut und tschüss.